Ja, darüber wird ja viel und kontrovers diskutiert. Ne? Also mittlerweile ist ja so der Pendel so ausgeschlagen, ich sage jetzt mal Stichwort Wolfgang Kraushaar oder Götz Ali, die da eine Kontinuität sehen wollen, ne, und sagen, im Grunde genommen ist seine Demokratie und seine Parlamentarismuskritik nur ein, sagen wir mal, abgewandelter oder abgeschwächter Faschismus. Und dahinter steckt natürlich auch eine gewisse, sag ich mal, Denunziationslust von marxistischer Parlamentarismus oder Staatskritik. Also er war nicht bei der SS, aber das soll überhaupt nichts schmälern. Er musste sich sozusagen um als Ausländer, er war ja Italiener, in der Wehrmacht mitkämpfen zu können, das wollte er unbedingt, musste er sozusagen sich über die Waffen-SS anmelden. Also das ist überhaupt kein Ruhmesblatt, eine auch sehr unappetitliche Geschichte. Er war, und er hat das, sage ich mal, offensichtlich im privaten und auch halböffentlichen Rahmen auch nie ein Hehl draus gemacht, das war bekannt, er war in jungen Jahren ein glühender Faschist. Und nicht nur das, sondern er war auch sehr germanophil. Also er hat eine große Liebe zur deutschen Kultur, zur deutschen Sprache gehabt und hat die romantisch reaktionär überhöht. Und naja, er hat Glück gehabt, dass er nicht erschossen worden ist. Und er war eingesetzt in einem Bataillon oder in einer Division explizit zur Partisanenbekämpfung, kam dann in den letzten Kriegstagen erst in Kriegsgefangenschaft, die er für längere Zeit dann, was auch ein Hinweis darauf ist, dass er schon mehr involviert war, für längere Zeit dann in Ägypten verbrachte und ist dann nicht sozusagen, hat sich dann nicht nach Italien, sage ich mal, zurückschicken lassen, sondern, wie gesagt, aus dieser Germanophilie heraus nach Deutschland. Und hat tatsächlich, also sozusagen, es gibt da, ich habe auch nochmal nachgeschaut in der Biografie, die seine Frau und dann Witwe über ihn geschrieben hat, es gibt nicht so einen entscheidenden Bruch, also kein Saulus-Paulus-Erlebnis, aber während seiner Tübinger Studienzeit in den 50er Jahren kam er mit Marx, mit Marxismus in Kontakt, wendete sozusagen seine Hegel-Lektüre immer mehr ins Kritische, ins Kritisch-Jakobinische, diese Impulse gibt es ja bei Hegel durchaus auch, oder er nimmt sie zumindest auf. Und ja, es ist tatsächlich so, dass Agnoli Anfang der 60er Jahre gefördert wird von Leuten, die Migranten, also Emigranten waren, die fliehen mussten aus Deutschland oder die wie Abendroth auch im Gefängnis saßen und die an Agnoli seine Auseinandersetzung mit dem Faschismus und seine kritische Haltung gegenüber dem restaurativen Klima in der Adenauerzeit sehr lobenswert fanden. Aber es gibt offensichtlich nicht so den Moment, wo er sagt, das war alles falsch und ich muss mich jetzt radikal neu orientieren. Das ist natürlich so für uns Nachgeborene durchaus irritierend, ne? Aber so hat es sich sozusagen biografisch ergeben, ne? Er hat das offen thematisiert. Es gibt auch Texte, wo er sozusagen seine Vergangenheit als Jungfaschist erwähnt und wie gesagt, im privaten Kreis hat er das nochmal deutlicher gemacht. Aber er hat gesagt, naja gut, eine Biografie ist auch mal was Zufälliges, ne? Und gewissermaßen die Staatskritik, die ich formuliert habe, besteht auch unabhängig von dieser Biografie. Du hast jetzt schon erzählt, dass er ja nach seiner Kriegsgefangenschaft nach Tübingen gegangen ist, dort studiert hat und dass er dann gefördert worden ist von Menschen, die ja aus dem damals neuen Fach der Politikwissenschaft kamen. Und er konnte ja dann tatsächlich mehr oder weniger Fuß fassen an der Akademie. Wie ist denn das passiert, dass er ja zu einem Staatskritiker mit Lehrstuhl dann geworden ist, wie das später mal gesagt wurde? Ja, auch das ist sozusagen das darf man sich jetzt auch nicht sozusagen als Offenbarung vorstellen, also ganz offensichtlich, sondern es gab in der Politologie auch vermittelt über Rückkehrer, wie zum Beispiel Ernst Fraenkel oder Ossip Flechtheim, ein durchaus Interesse an kritischer Verfassungstheorie. Das heißt also, die demokratische Verfassung zu lesen, zu verstehen, auch als eine Art antifaschistischen Kompromiss, also als ein Dokument, das sich, naja, durchaus
den Selbstzerstörungskräften der Demokratie stellt und das die reflektiert. Es gibt ja im Grundgesetz so einen Sozialisierungsparagraphen. Und da gab es, ich sag mal, durchaus so eine akademisch-parlamentarische Linke, die also ein Interesse hat, in Deutschland demokratische, offen für die Interessen von Arbeiterinnen und Arbeitern sich zeigende Institutionen zu etablieren und die auch zu stärken und zu fördern. Und in diesem Kontext, ne, der so, ich sag mal so, auf Seiten der SPD und auch auf dem linken Flügel der SPD zu verorten ist, in diesem Kontext taucht, sage ich mal, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre auch dann jemand wie Agnoli auf. Also er wirkt schon erstmal, es gibt aus der Zeit wenige, ich sag mal, Publikationen für die Öffentlichkeit, aber er war als Hochschullehrer oder auch als Assistent schon jemand, der in den Seminaren innerhalb von Vortragsreihen in diesem Sinne auch gewirkt hat. Und ich sag mal, aus einem, ja, heute würde man sagen, Close Reading, ja, aus einer intensiven Lektüre und Analyse der Verfassung selbst schält sich dann ab Anfang Mitte der 60er Jahre dieser sehr grundsätzlich kritische Ansatz bei ihm heraus erst. Genau, du steuerst jetzt schon zu auf die Staatskritik, die Johannes Agnoli formuliert hat und die ja zentral in seinem wichtigen Buch Transformation der Demokratie dann 1967 erschienen ist. Im Grunde verhandelt ja Agnoli in diesem Aufsatz, das ist ja eine Art Sammelband gewesen, zusammen mit Peter Brückner, der da auch ein Essay drin geschrieben hat. Und in dem Text von Agnoli wird ja eigentlich die Pluralismustheorie verhandelt, die in seinem sozialdemokratischen Umfeld vertreten wurde, das du jetzt auch schon so ein bisschen beschrieben hast. Da gibt es ja so ein bisschen die Hoffnung oder die Erwartung von Seiten der linken Sozialdemokratie, dass durch die Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg und durch die Wahlen, dass es dann auch eine Mitbestimmung für proletarische Schichten gibt. Und Agnoli entwickelt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, genau eine Kritik an dieser Pluralismustheorie. Was hatte Agnoli denn da zu kritisieren? Wie sah diese Kritik aus? Genau, also das ist sozusagen, ich sag mal so, der Kipppunkt. Also ob man das jetzt sozusagen jetzt so biografisch oder theoretisch, intellektuell biografisch auch genauso beschreiben kann, das weiß ich jetzt nicht. Aber wenn man das jetzt so begrifflich, systematisch fasst, ist genau das der Kipppunkt. Also dass das, was sozialdemokratische Verfassungsrechtler gelobt haben oder als wichtigen Punkt festgehalten haben, nämlich die pluralistische Verfassung, die, auch den, ich sag mal, den Subalternen oder den Abgehängten oder den kleinen Leuten, wie auch immer, Mitspracherecht einräumt. Genau das erkennt Agnoli als reaktionär in einem höheren Sinne. Also was die einen sagen, das ist ja ein Fortschritt, das haben wir uns ja gewissermaßen erkämpft, das haben wir uns ja erstritten, sagt Agnoli ja. Und damit, oder ist sozusagen die Aussage seiner Schrift, und genau damit seid ihr in die Falle hineingetappt. Und zwar, der Pluralismus, das ist jetzt erstmal so ganz abstrakt auf so einer begrifflichen Ebene. Der Pluralismus formt reale, antagonistische, also eigentlich unversöhnliche Klassengegensätze in ein Nebeneinander der Interessen um. Und nicht nur das, dass sozusagen die Wucht dieser Widersprüche auf einer politischen Ebene abgemildert werden, sondern sie haben auch einen ganz neuen Adressaten, nämlich den Staat, der gewissermaßen als neutraler Hüter über dieser Interessenvielfalt wacht, über diese Interessenvielfalt wacht und gewissermaßen dafür zu sorgen hat, dass diese Interessen untereinander abgeglichen werden. So, und Agnoli zeigt, dass es auf einer oberflächlichen politischen Ebene tatsächlich so ist, dass aber diese oberflächliche politische Ebene, also diese Form einen Inhalt ummantelt, aber auch verdeckt, der nach wie vor antagonistisch ist. Das heißt also, die Umformung antagonistischer Klassengegensätze in politische Interessenskonflikte dient tatsächlich der Befriedung dieser Klassenwidersprüche. Er spricht ja auch von der widersprüchlichen Befriedung, der Befriedung des Widerspruchs. Ne? Also
widersprüchliche Befriedung heißt, dass durchaus politisch gesehen, naja, die Arbeiter ja irgendwelche Interessen ja anmelden können. Ne? Es ist ja nicht mehr nur der reine Staat der Bourgeoisie, es ist ja nicht mehr nur ein reiner Unterdrückungsapparat, wie man sich das, oder der Bourgeoisie und der Landjunker, sondern es ist ja durchaus ein Organ, das auch subalternen Interessen erstmal offen steht. Ne? Das ist sicherlich widersprüchlich gegenüber dem Herrschaftsauftrag, aber das führt zu einer Befriedung des Widerspruchs. Er hat das in dieser, ich sag mal, paradoxen Formel versucht festzuhalten. Eine wichtige Rolle in diesen Analysen in der Transformation der Demokratie spielen ja auch die Parteien, die sich ja in dieser Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg durchaus verändert haben. Der Begriff der Volkspartei taucht da auf, SPD und CDU als diese großen Volksparteien. Wie beschreibt er denn den Charakter von diesen neu entstandenen sogenannten Volksparteien? Die nehmen innerhalb dieser Transformation, das wäre wiederum ein anderer Ausdruck. Also es gibt so verschiedene, das muss ich noch ganz kurz vorweg stellen. Es gibt, er hat natürlich auch gewisse Begriffe stark gemacht. Der eine ist die Transformation der Demokratie, wenn man so will, war eine Art Selbstaufhebung. Und der andere ist die Involution, also sozusagen eine also auch ein paradoxer Begriff, die voranschreitende Zurückentwicklung. Was anderes, ist was anderes als eine Regression oder auch was anderes als ein Verfall von etwas. Da können wir vielleicht gleich noch was zu sagen. Und innerhalb dieser Selbstaufhebung spielen natürlich die Parteien als, naja, Instrumente der Willensbildung eine ganz entscheidende Rolle. Ne? Also dass zum Beispiel die SPD, die ja bis in die 50er Jahre von ihrem Programm her, nicht von ihrer Politik, aber von ihrem Programm her eine Arbeiterpartei war, passt sich diesem Pluralismusgebot an und definiert sich als Volkspartei neu. Und seine Kritik an Parteien gehen dahin, dass sie nicht sozusagen die Interessen von unten nach oben vermitteln, auch wenn es sozusagen den Anschein hat, die werden ja angeblich für ein Programm gewählt, sondern umgekehrt, sie dienen dazu, von oben nach unten, ja, also oben wäre gewissermaßen das Akkumulations- und Verwertungsinteresse des Kapitals, ganz abstrakt gesprochen, von oben nach unten zu vermitteln. Ne? Also Stichwort Sozialpartnerschaft, Stichwort Korporatismus und so weiter und so fort. Man könnte ja noch weiter gucken. Du hast jetzt die Parteien beschrieben als sozusagen ja Funktion dieser Integration quasi auch. Daneben gibt es ja eine ganze Reihe von anderen Formen von Mitbestimmung, die in der Demokratie, in der Verfassung vorgesehen. Es gibt Verbände, Gewerkschaften, Vereine, verschiedene Organe der Mitbestimmung. Wie geht er denn damit um? Also leugnet er das oder haben diese Organe auch eine Funktion innerhalb der Transformation der Demokratie? Das ist interessanterweise ein bisschen ambivalent bei ihm. Und das hat mit der, mit der Situation der 60er Jahre zu tun. Das ist schon etwas ganz anderes und da muss man auch sozusagen die Historizität dieses Textes verstehen als das, was wir heute kennen. Also wir kennen tatsächlich heute und das fällt uns auch sofort ein, das merke ich auch ein bisschen an deiner Frage, wir können heute eine Flut von Mitbestimmungsmöglichkeiten. Man wird ja, egal wo man ist, am Arbeitsplatz, in der Schule, ja, oder in der Universität, also Schule, irgendwelche Elternbeiräte, an der Universität, in allen möglichen Institutionen, mit denen man zu tun hat, wird man ja ständig zur Partizipation aufgefordert. Das kann man alles, denke ich, durchaus mit Agnoli analysieren, aber ich glaube, dass er das so gar nicht im Blick hatte, zumindest zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses Textes, die Transformation der Demokratie, das findet so zwischen 65 und 67 statt. Damals war ja das Schlagwort die formierte Gesellschaft. Also die Konservativen, was heute wahrscheinlich die AfD gerne wieder möchte, die Konservativen träumten von so einem Neoständestaat, wo sozusagen jeder an seinem Platz ist, ne? Der Arbeitsmann und die Frau bleibt schön zu Hause und der Arbeitsmann, der bleibt mit seinen Interessen schön auf den Betrieb fixiert und so. Und jeder hat seinen festen Ort in der Gesellschaft
Und das soll bitteschön nicht in Bewegung geraten, denn dadurch wird ja dann der Totalitarismus, man sprach ja von damals von dem Totalitarismus der Emanzipation und so, das würde dadurch entstehen, das sei ganz schrecklich. Das heißt also, dass der Agnoli tatsächlich in einer Situation geschrieben hat, wo, ich sag mal, die Konservativen, die auch die klerikalen Kräfte ein sehr großes Interesse daran hatten, gesellschaftliche Partizipation wirklich minimal auf einen Wahlakt zu beschränken. Nun, das ist heute anders. Und da müsste man vielleicht auch nochmal den Agnoli etwas radikaler lesen. Denn tatsächlich, das stimmt, anerkennt Agnoli innerhalb des Parlamentarismus eine gewisse Ambivalenz. Also auch er sieht, dass es natürlich ein historischer Fortschritt war, dass gewissermaßen die Leute, die eigentlich nie repräsentiert werden sollten, also der sogenannte vierte Stand, dass die sich da hineingekämpft haben. Das ist ein emanzipatorisch-politischer Akt, vermittelt dann darüber natürlich dann auch ein sozialer Akt. Das leugnet er gar nicht. Er beschreibt nur, gut, ihr habt sozusagen diesen Kampf gewonnen. Ihr habt zum Beispiel das Klassenwahlrecht abgeschafft, ne, was also sozusagen die Besitzenden mit erheblich mehr Stimmrechtmacht ausstattet. Nur möchte er zeigen, das reicht nicht. Beziehungsweise es reicht nicht nur, sondern es bildet sich dann auch schon gewissermaßen zurück. Es trägt gewissermaßen, dieser Erfolg trägt seinen Niedergang in sich. Heute müsste man das, ich denke mal, noch mal ein bisschen weiterdenken und man müsste gucken, gut, wir werden also ständig zur Partizipation aufgefordert. Es gibt Bürgerbeteiligungsverfahren und was weiß ich. Aber die Frage ist natürlich, wie tief greift das? Wo finden diese Bürgerbeteiligungsverfahren ihre ultimative Grenze? Ne? Also wir leben, Agnoli hat vielleicht zu einem Zeitpunkt geschrieben, wo man wirklich die Abschaffung der Demokratie in Deutschland erwarten konnte, Stichwort Notstandsgesetze. Wir leben in einer Zeit, wo ja wirklich alle Parteien, von AfD bis Linkspartei, von einem Comeback der Demokratie reden oder träumen. Ne? Das ist tatsächlich ein anderer historischer Zusammenhang, in dem wir uns heute befinden. Ja, vielleicht ist ja dieses Paradigma der Mitbestimmung tatsächlich auch dann ein Effekt von 68 oder dem, was danach auch folgt mit den Grünen und so weiter, wo sich diese Bewegung ja auch so ein bisschen hinein auflöst. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass man eigentlich mit Hilfe von Agnoli sowas auch gut kritisieren kann, wenn man eben sehen kann, ja, die Mitbestimmung ist die Form für einen Inhalt, der dann tatsächlich doch auch wieder den Sachzwang oder auch den Klassenantagonismus beinhaltet, den man dann quasi selbst mitverwaltet. Genau. Um es nochmal abstrakt zu sagen, Agnoli analysiert im Grunde genommen, wie die Demokratie oder die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft dazu führt, dass sich die politische und die soziale Macht immer mehr voneinander trennen. Ja? Also dass man auch durchaus als Vertreter von linken Parteien die politische Macht innehaben kann. Das haben wir ja durchaus auch in Europa in den letzten Jahren erlebt, Stichwort Syriza. Aber Stichwort auch Podemos. Ne? Und man darf ja nicht vergessen, es gab ja bis letztes Jahr auch eine linke Mehrheit im Bundestag. Also Grüne, also man, das ist ja dieses R2G, Rot-Rot-Grün. Ne? Also die politische Macht ist durchaus immer wieder greifbar nahe. Ne? Nur sie reicht tatsächlich nicht hinab. Also von dieser Stelle aus reicht sie nicht, also von dieser Stelle, der Stelle des parlamentarischen Systems, die soziale Macht der Bourgeoisie zu brechen. Und das ist im Grunde genommen der grundlegende Mechanismus, den er beschreibt. Dass also auf der einen Seite die Bourgeoisie immer mehr an politischen Positionen abgibt oder öffnet, also sozusagen seit 1789, wenn man so das als Datum nehmen will, sich immer mehr politische Macht über die Gesellschaft verteilt, aus ihren Händen gibt. Und auf der anderen Seite aber dadurch paradoxerweise ihre soziale Macht immer mehr festigt. Naja, und das nochmal, das funktioniert dadurch, dass in genau dem Moment, wo die Leute, die noch wenige Jahre zuvor ja überhaupt nicht als zur Nation zugehörig gedacht waren, ne? Also man sprach ja auch damals von den Two Nations, also der britische Premierminister im 19. Jahrhundert, der große Benjamin Disraeli, den Two Nations, die auf dem Staatsgebiet leben würden, die nichts miteinander zu tun haben, nämlich die Arbeiter, ja,
der Pöbel und dann die Leute, die halt am öffentlichen Leben teilnehmen. So, und in dem Moment, wo ich das auflöse, wo sozusagen der Pöbel genau die gleichen politischen Rechte bekommt wie die Bürger, verbreitere ich natürlich das Staatsbürgerbewusstsein und schwäche auf dieser Ebene der Öffentlichkeit, den Antagonismus ab. Und das ist genau, man könnte jetzt viele Beispiele aus der Geschichte zitieren. Klassiker ist ja aus diesem Roman von dem Lampedusa, über den der Gattopardo, ne, der mit dem Satz endet, es muss sich alles ändern, damit es bleibt, wie es ist. Und das ist das, was Agnoli mit der Transformation der Demokratie eigentlich ausdrücken möchte. Wir haben jetzt schon über die Inhalte dieses Buches, die Transformation der Demokratie, gesprochen. Ich fände es interessant, auch so einen Blick auf die Wirkung dieses Buches zu werfen. Es ist ja 67 erschienen, später ist es sogar genannt worden, die Bibel der APO. Welche Rolle hat denn dieses Buch damals tatsächlich gespielt? Wie wurde es aufgenommen von Studentenbewegung und Neuer Linke? Ich habe darüber auch tatsächlich dann nochmal diskutiert mit Leuten. Und wenn man so ganz platt, empirisch, soziologisch platt sich die Zahlen anguckt, ja, da muss man natürlich sagen, die Bücher von Marcuse, die damals bei Surkamp oder Luchterhand erschienen sind, die haben, glaube ich, sechsstellige Auflagen gehabt. Ne? Und ein Werk von Habermas, ne, wie seine Habilitationsschrift über den Verfall der bürgerlichen Öffentlichkeit, Strukturwandel der Öffentlichkeit, das ist, weiß ich nicht, wie breit bis hin in normale Volksschullehrerkreise diskutiert worden. Gemessen an diesen Zahlen, an diesen Auflagen, ist tatsächlich die Transformation der Demokratie ein bescheidenes Buch. Also wenn man das so auf so einer empirischen Ebene abhandeln will, einerseits. Andererseits kam das Buch zu einem Zeitpunkt, der, naja, besser gar nicht sein konnte, was die Wirkmächtigkeit des Buches angeht. Denn die Studierenden haben die Transformation der Demokratie, und da darf man jetzt auch den Text von dem Brückner, die Transformation des demokratischen Bewusstseins, auch nicht vergessen, sage ich gleich was zu, da haben die Studierenden in diesem Buch gewissermaßen ihre eigene Situation wieder gespiegelt gesehen. Das Buch ist ja nach dem 2. Juni 1967 erschienen. Das heißt also, nach einer Machtdemonstration des Staates, die ja auch dann zur Erschießung Benno Ohnesorgs führte, die viele Studentinnen und Studenten als verheerend und als extrem, naja, fatalistisch erlebt haben. Denn so radikal war man ja gar nicht. Also man hatte ja noch Hoffnungen auf einen Wandel der Universität, auch darauf, dass die SPD einen erhört. Willy Brandt, das war ja ein Flüchtling, ein Rückkehrer, der aus der linken Arbeiterbewegung kam. Es gab, denke ich mal, damals noch jede Menge Flausen oder jede Menge Illusionen oder Hoffnungen, dass gewissermaßen der Apparat sich auch den Anliegen der Studenten angemessen öffnet. Zumal ja auch die Studenten die zukünftige Elite sind. Und was passiert? Man wird niedergeknüppelt. Ne? Man wird mit dem Tode bedroht, Stichwort Ohnesorg. Die Bild, nicht nur die Bild-Zeitung, aber die ganz besonders hetzt. So, man wird also sozusagen, es wird einem also sozusagen wirklich plastisch vorgeführt, dieses System erklärt uns den Notstand. Und dann kommt ein Buch, das beschreibt, dass Änderungen nur radikal von außen stattfinden kann, dass gewissermaßen dieses System den Notstand oder die Notstandserklärung zu einer Verfahrensfrage gemacht hat, also in sich gewissermaßen aufgenommen hat. Naja, und dann erkennt man in diesem Buch gewissermaßen die Rationalisierung des eigenen Unbehagens. Also in der Transformation der Demokratie Agnolis erkennt man natürlich sehr vermittelt, aber die eigene Situation wieder. Und dadurch hat dieses Buch, auch dann natürlich mit dem Aufsatz von dem Brückner, den man heute nicht kennt, aber der die Situation nach dem 2. Juni, also sozusagen der ganze Hass, der sich da Bahn gebrochen hat gegen die Studierenden oder gegen die Widerständigen, dann erkennt man in diesem Buch die eigene Situation wieder und, ich sag mal, kommt an einen oder entdeckt es auch als Werkzeug für zukünftige politische Strategien. Und so gesehen, also ohne dass es jetzt übermäßig hohe Auflagen hatte und gibt ein paar Neuveröffentlichungen bis in die 90er Jahre hinein oder bis in die Nullerjahre hinein,
Aber entscheidend war wirklich, dass es, ich sag mal, den harten Kern der Protestierenden ansprach und ihnen ihre Erfahrung theoretisierte. Jetzt hat ja Johannes Agnoli nicht nur dieses Buch geschrieben, Transformation der Demokratie, sondern er hat auch oft Debattenbeiträge geschrieben, kleinere Texte auch zum politischen Geschehen. Bei Saira ist ein Band mit kürzeren Texten erschienen, der 1968 und die Folgen betitelt ist, wo man sehen kann, er hat diese Ereignisse damals selber mitverfolgt, hat die Bewegung begleitet und versucht zu reflektieren, auch auf den Begriff zu bringen, was da los ist. Wie stand denn Agnoli seinerseits zu der 68er-Bewegung, zur antiautoritären Bewegung? Listig, muss man sagen. Listig, weil er ist ja Professor geworden. Ne? Also er war ja 1967 noch überhaupt in dem Sinne gar nicht richtig etabliert. Also er hatte Stipendien, er hatte Assistentenstellen und er hat sein Habilitationsprojekt auch, ja, aus heutiger Sicht muss man sagen, sehr halbherzig betrieben, also nicht mit großem Engagement, aber er ist ja dann, ich glaube 1972, ist er auch vollbeamtet gewesen. Ne? Das heißt also, er stand insofern natürlich immer unter besonderer Beobachtung der, sag ich mal, höher geordneten universitären Stellen. Ne? Was haben wir denn da eigentlich jetzt für einen Radikalen in unser Haus geholt, ne? Und es gibt eine ganze Reihe von Zeugnissen, Briefverkehr mit dem Dekan, was weiß ich, oder mit dem Präsidenten der FU, hat an der Freien Universität Berlin unterrichtet, die zeigen so sein listiges Taktieren. Ne? Also er hat sozusagen der Universität immer ein Minimum an Anpassung zugestanden, so dass man ihm gewissermaßen nichts vorwerfen konnte. Ne? Und auf der anderen Seite, also er war zum Beispiel offensichtlich auch innerhalb des akademischen Betriebs sehr engagiert. Er hat sich sehr um die Lehrerausbildung, sage ich mal, bemüht. Ne? Also er war wohl als Hochschullehrer sehr fleißig und auch im sehr engen Kontakt mit den Leuten, die bei ihm studiert haben. Hat sich da also auch nicht vorgescheut, ganz praktische, bürokratische Arbeiten zu übernehmen. Vielleicht auch ein Grund, warum er nicht so viel publiziert hat, weil er tatsächlich von der Arbeit her offensichtlich recht ausgelastet war. Naja, und auf der anderen Seite hat er offensichtlich, ich bin jünger, also ich habe ihn selbst nie erlebt, er hat sich ja in den 90er Jahren nach Italien zurückgezogen, war dann auch irgendwann krank und auch nicht mehr so beweglich. Aber alle Quellen, die es gibt, zeugen davon, dass er die Freiräume für politische Aktionen, die sich ihm geboten haben, auch konsequent ausgenutzt haben. Offensichtlich ein Feld, was noch gar nicht beackert wurde, ist die Auseinandersetzung mit oder die Unterstützung der migrantischen Kämpfe. Das ist gewissermaßen, es ist immer noch die Geheimgeschichte von 1968 in Deutschland, dass es in der Folge von 68 von den Arbeitsmigrantinnen und Migranten in ganz Westdeutschland teilweise sehr militante Klassenkämpfe gegeben hat. Man kennt diesen Fortstreik von 1973, das ist das größte Beispiel, aber eben nicht nur. Und da war, was die italienischsprachige Community anging, Agnoli hatte sich in den 50er Jahren schon naturalisiert und die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen, aber er hatte natürlich noch die ganzen Kontakte nach Italien. Und da war Agnoli sehr engagiert. Also diesen Leuten bei ihren Kämpfen zur Seite zu stehen. Also Schulungsmaterial bereitzustellen, verschiedene Gruppen miteinander zu koordinieren. Das heißt also, dass Gruppen, die in ihren Betrieben Aktionen geplant haben, das heißt also, dass er sicherlich so etwas wie ein APO-Professor war. Aber wie gesagt, immer so geschickt und so ironisch, dass man ihm kein Disziplinarverfahren anhängen konnte.